Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz. Ja, und heute machen wir mal eine Premiere. Ich hatte ja noch den Kanal Orakel der Engel, aber leider ist das immer an Mangels der Abonnenten und der Aufrufzahlen. Habe ich mir ja überlegt, hatte ich ja in der letzten Kanalinfo gesagt, das Engel-Orakel auf diesem Kanal zu machen. Ja, nun ist zugegebenermaßen ein Kanalname Heinz von Blöden, ja, und dann Orakel der Engel passt vielleicht auch nicht so ganz, aber ich will es mal probieren. Deswegen Premiere heute mit neuem Logo, nicht, was ihr seht, ein bisschen kombiniert. Ja, wer das nicht gucken will, der braucht ja das Video nie anklicken, nicht die Spiele und alles wird es ja weiterhin geben. Das ist jetzt einfach, da ich ja hier schon ein paar mehr Abonnenten habe wie auf dem anderen Kanal und vielleicht spricht sich ja auch rum oder sagt der ein oder andere, ach ja, ist doch ganz nett, ich glaube auch an sowas oder ich gucke mir es einfach als Spaß an der Freude mal an. Ja, da würde ich dann auch freuen. Ja, meine Lieben, deswegen will ich das mal hier versuchen. Ich habe ja nur lange nichts von mir hören lassen, nicht? Ja, nur momentan ist gesundheitlich schon wieder ein bisschen alles, aber ich werde mal versuchen, dass man hier auch ein paar Videos bringt, ja. Die Badesaison geht ja nun zu Ende am Sonntag und damit ist es sowieso dann wieder, ja, müssen wir mal gucken, meine Lieben. Ja, also wie gesagt, heute Premiere, nicht Premiere, das Engel-Orakel der Woche auf Kanal Heinz von Blöden. Ja, das mache ich eben auf das meine andere Seite. So, meine Lieben, für die Woche leuchtete mir das Engel-Therapie-Orakel wieder, habe ich ausgewählt, ja, und da wollen wir mal gucken, was es so zu bereden gibt. Ne, alle Karten brauchen wir schon. Ne, hier eine, hier, Schmuh machen hier. Nee, das so. So, da fangen wir mal an. Wir mischen wie immer und gucken, was rausfällt oder auch nicht. Nicht? Dann nehmen wir das andere, wie es kommt. So, ich werde natürlich auf dem Kanal Orakel der Engel oder meine Info machen. Ja. Dass das ab jetzt hier zu finden ist. Hier haben wir schon mal eine, die ein bisschen. Zweier, wir nehmen mal die Zweier schon mal. So. Gucken wir. Ja, guck da mal ein bisschen weiter raus. So, noch Zweier noch. Wie gesagt, für alle neuen Zuschauer, ne, das ist ja hier immer nur Hinweis. Hör die. Ich will ohne sich wieder einordnen. Das ist einfach nur Hinweis. Konkret sagen können wir das ja auch nicht. So, da haben wir 5 Karten. Ja, also wer hier mit Daten hantiert und so. Ja, ich habe es ja schon immer auf dem anderen Kanal gesagt. Aber für jemanden, der hier das sowas noch nie gesehen hat. Ja, hier immer mit Daten und genauen Dingen. Das wird alles nichts. Ja, das sind immer nur grobe Hinweise, wo man mal hingucken müsste, wenn es mal wieder klemmt. Ja, oder wo gerade die Zeit günstig ist. So, da fangen wir an mit der ersten Karte. Das sind Bücher. Die erste Karte ist Bücher. Er wird auch immer seltener, nicht? Bücher. Weil man kann ja Google fragen, nicht? So, Bücher. Deine Lebensaufgabe hat mit Schreiben, Lesen, Redigieren oder dem Verkauf spiritueller Bücher zu tun. Na sowas. Du hast diese Karte gezogen, weil du nach deiner Lebensaufgabe gefragt hast. Du weißt bereits um deine tiefe Affinität zu Büchern mit spirituellen Themen. Diese Karte bestätigt, dass du große Erfüllung finden wirst, wenn es dir gelingt, deine Liebe für Bücher auf die nächste Ebene zu bringen. Dir ist bewusst, was das beinhaltet. Da du davon geträumt hast, dich in gute Bücher zu vertiefen. Diese Karte bedeutet zudem, dass die Antwort auf deine Frage in Büchern zu finden ist. Daher achte auf Titel, die dir empfohlen werden oder auf Bücher, die auf geheimnisvolle Weise aus Regalen fallen, da sie Führung für dich enthalten. Oh Gott, die Führung wieder, du. Diese Karte ruft dich auf, definitive Schritte zur Erfüllung deiner buchbezogenen Träume vorzunehmen. Egal, ob du gerne ein Buch schreiben, einen Buchladen aufmachen oder mehr lesen möchtest. In jedem Fall solltest du ohne zu zögern den nächsten Schritt tun. Die Engel helfen dir bei diesen Unterfangen, wie du unten lesen wirst. Aha, Handlungsschritte. Oh, Erzengel Gabriel ist der Bodenengel der Autorenlehren. Alles andere hilft dir bei der Überbringung spiritueller Botschaften beschäftigt sind.
Ich sage entweder innerlich oder mit lauter Stimme, ich rufe dich jetzt an. Ja, wie gesagt, das ist immer hier so die Mischung, ne, aus New Age und Esoterik. Also, Esoterik schon, ja, aber New Age ist ja, wie gesagt, das, ja, das Gesäusel, das alles so schön und man braucht nur ummachen und so, und das lehne ich ja vollständig ab. Ja, deswegen haben meine Orakel wahrscheinlich auch nicht so viel Erfolg, weil ich euch erzähle, dass ihr selber was tun müsst, nicht? Bei mir ist es nie so, dass Engel und Gott die ganze Arbeit für euch machen. Nein, ihr müsst selbst was tun. Selbstverständlich, immer. Ja. So, und was das Thema Bücher angeht, ja, es ist ja heutzutage auch so, dass eben ja, in Google und sowas, im Internet, die Information auch dem angepasst wird, wie es gerade gebraucht wird. Ja? Und nicht mehr das, was eigentlich den Tatsachen entspricht. Sieht man ja beim Thema Klimawandel nicht. Und das geht ja weiter. Da kann man ja durchsetzen, wie man will, nicht? Flüchtlinge und was man nicht alles so hat. Ja? Und wenn man sich wirklich mal noch Bücher nimmt, ja, gerade auch alte Bücher, ja, was immer gedruckt ist, das kann man ja nicht mehr verändern, nicht? Ist natürlich etwas mehr Mühe, die Dinge auch zu finden und da drin zu lesen, macht aber schlussendlich mehr Spaß, wenn man aus einem Buch die Erkenntnis hat. Ja, ich habe das selber auch, mein Wissen viel aus Büchern. Ja, und bin da, wie das eben hier geschrieben wird, durch Zufall, nicht? Man glauben ja viele sehr an Zufälle, nicht? Also es fällt einem schon zu, ja, und zwar dann, wenn der Zeitpunkt reif ist und nicht in der Form von einfach so. Ja, das ist Zufall eigentlich, nicht? Unsere schöne deutsche Sprache. Ja, also ja, manchmal begegnet auch ein Buchtitel, der einem plötzlich ins Auge sticht und dann sagt man, Menschenskinder, ja, nehme ich mit und es lässt eh nicht los, einfach zugreifen, irgendwas steht da immer drin, ja? Wenn das so ist. Ja? Oder mir ist selber schon passiert, dass ein Buch so einfach aus dem Regal gefallen ist, so von Wunderhand, und wo ich dann drin gelesen habe und wieder Dinge für mich gefunden habe. Ja? Was aber auch nie passieren wird, dass in einem Buch alles findet. Also das gibt's auf keinen Fall. Ja, also das ist auch gar nicht möglich, weil dann hätte ja auch, sage ich mal, die dunkle Seite die Möglichkeit, die immer gleich ganz weg zu haben. Ja, es ist in vielen Büchern ist viel umschrieben und man muss sozusagen zwischen den Zeilen lesen, beziehungsweise sind immer Aspekte, ja, von einem dicken Buch hast du vielleicht 5, 6, 7, 8, 10 Seiten, wo dann das Wesentliche kommt, was du eigentlich brauchst. Ja, oder für dich rausnehmen kannst, weil kann einfach nicht so sein. Ne? Das Lichte muss seine Information noch etwas verstecken. Nicht? Das ist einfach so. Ja, so funktioniert es nun mal. Und wie gesagt, es gibt auch gerade in alten Büchern auch zum Thema CO2, ist dann in Meyers Konversationslexikon, hatte mal einer hier auch ein Video gemacht. Ja. Zum Beispiel, ja, steht da 1890, hatte der das Lexikon, ja, da steht ihm bei. Bei Kohlensäure steht ihm dann drin, ja, dass es CO2 ist und dass es Spalten und Vulkanen ganz natürlich austritt und 0,04% eben völlig normal sind und solche Sachen. Ja, das findet man eben in alten Büchern. Ja. Bei, wenn man da googelt, ja, und vielleicht die Wikipedia aufruft, da liest man da vielleicht völlig was anderes als dem, was in alten Büchern geschrieben ist. Ja. Du musst nicht ohne immer richtig sein, was in alten Büchern steht, ja, nicht, dass dann gleich wieder hier Protest kommt. Ja. Aber immer lesen, lesen mit dem Herzen, lesen mit seiner inneren Stimme, seinem inneren Gefühl folgen. Ja? Also innere Stimme meine ich immer das innere Gefühl, was in dem Moment begegnet, wenn man ein bestimmtes Buch ins Auge sticht, ja, wenn man es in der Hand nimmt, wenn man mal drin rumblättert, wenn man es mal anliest, ja, und wenn man dann sagt, oh, es ist interessant, könnte mich interessieren, dann nimmt es auf jeden Fall mit. Ja? Das ist immer das. Ja, schlumpert mal beim Flohmarkt, da gibt es immer viele Bücher. Nicht nur so die Krimis und so, was man lesen kann, sondern vielleicht so die informativen Sachen, ja, die man so im Buchladen nicht mehr zu kaufen kriegt. Ja. Oder an den Verkäufer oder so. Da muss man immer mal gucken. Manche haben Bücher, ja, da kann man auch wühlen und machen und viel Zeit verbringen. Ja, also das Lesen eines Buches ist auf jeden Fall mal wieder angebracht, das machen viel zu wenige Leute. Und es ist so schön, wenn man was in der Hand hält, das Papier oder der Geruch. Ja, gerade wenn man ein älteres Buch hat, dann riecht das schon ein bisschen so, wie soll ich denn sagen, alt, ja. Also dazu ein eigenwillig, ja, einen eigenen Geruch. Und das ist da eigentlich immer schön, ja. Ja, und gerade jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, nicht, kann man sich abends schön einen Kerzel anmachen, ein Tässchen Tee dazu und kann sich gemütlich aufs Sofa lümmeln oder eine Kuschelecke, was man hat, und kann schön schmökern. So, das nächste ist der Erzengel Michael. Na, da haben wir ja gleich noch die tatkräftige Unterstützung, haben wir ja da gleich noch. Hier, ach nee, das wollen wir nie. Ja, ist er.
Du arbeitest sehr eng mit diesem machtvollen Erzengel zusammen, der dich in dieser Situation beschützt und führt. Du hast diese Karte gezogen als Bestätigung dessen, was du bereits weißt oder vermutest. Erzengel Michael ist jetzt in diesem Moment bei dir. Erzengel sind riesige und machtvolle überkonfessionelle Engel, die über die Schutzengel und Erdenbewohner wachen. Michael, dessen Name so viel wie er, der wie Gott ist, bedeutet, ist der Engel, der die negativen Auswirkungen von Angst beseitigt und dich und deine Lieben beschützt und dir in deiner schwierigen Situation seine Mut und seine Kraft gibt. Wenn du vor der Entscheidung stehst, wichtige Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen, wie zum Beispiel deinen Job zu kündigen oder eine Beziehung zu beenden, bitte Michael um Führung und Hilfe, damit du vorschlös weitergehen kannst. Darüber hinaus kann Michael dir helfen, deine Lebensaufgabe zu finden und er kann dir sagen, welche Schritte du als nächstes sowohl auf deinen spirituellen Weg als auch bezüglich deiner Berufswahl nehmen solltest. Ja, manchmal sind ja Veränderungen nicht unausweichlich. Ja. Man schiebt man sie wieder her und lässt es wieder und dann macht man doch nie. Und so wie ich jetzt mit den Videos, das wurmt schon die ganze Zeit eigentlich wieder welche zu machen. Ja. Da hilft auch die Erkältung nichts. Man sieht ja, man sitzt jetzt hier. Ja. Mit der Angst, ja, wird das jetzt was, läuft man ständig die Nase dabei, diese Kopfschmerzen schlimmer, wenn ich dann hinterher fertig bin, nicht und solche Sachen. Das mag ja natürlich sein, aber wie gesagt, man steht immer vor vielen Entscheidungen im Leben und vielleicht hat der eine oder andere doch wirklich schon, dass es auch dieser Job, ja, also Tätigkeit macht mir gar keinen Spaß mehr. Ja. Vielleicht will ich doch eher wieder zurück in meinen Beruf. Ja. Vielleicht will ich einfach weniger arbeiten, weil es für mich sinnlos ist, einen Haufen Überstunden und das nützt mir eher alles. Ich habe alles, was ich brauche, ja, und mit dem Geld komme ich hin, was ich habe, ja, bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich habe, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben, ja, jetzt nur immer meine Lebenszeit in Arbeit verplempern, ja, was ja auch legitim ist. Ja, man muss ja nicht mehr schuften bis zum Umfallen. Ja, und wie gesagt, die materiellen Dinge, ja, die befriedigen ja nur eine gewisse Zeit, dann ist es schon wieder und dann bräuchte man wieder was Neues. Und wenn man immer aus dem Hamsterrad aussteigt, ist dann wirklich die Frage, ja, brauche ich das alles noch? Ja, will ich das alles noch? Ja, Dinge mal loslassen, ja, wo man wirklich jetzt vor einer Entscheidung steht, die man schon lange hergeschoben hat, kann man also immer noch mal um Hilfe bitten. Ja, ist vielleicht noch mal ein konkretes Gefühl, ja, aber gesandt wird, ja, was man ermutigt wird, doch dies oder jenes zu lassen oder was Neues zu beginnen. Ja, das ist ja auch, ja, wenn man das immer herschiebt. Man hat zwar die zündende Idee und macht und tut, aber man ist sich noch nicht einig, weil das ja doch Veränderungen für ihn bringen könnte, wenn man was Neues anfängt. Ja, es ist also immer, immer so ein Ding. Ja, und wenn man sich nicht einig ist, ja, wie gesagt, im inneren Gefühl, es drängelt einen immer zu bestimmten Sachen. Ja, und das Gedrängeln hört erst dann auf, wenn man die Sache dann angegangen ist, ja, was beendet hat, beziehungsweise dann das Neue angefangen hat. Ja, so ist es bei mir immer. Ja, wenn bestimmte Sachen, die ich erledigen muss, da wird immer wieder geschubst und du hast nie Ruhe davor. Es kommt immer wieder der Gedanke rein und immer wieder dahin und immer wieder, das musst du machen und das musst du mal tun. Und ja, da muss man auch einfach, ja, dann losgehen. Ja, das ist eben. Und jetzt ist vielleicht die Woche eben günstig, ja. Günstig stehen die Energien, günstig diese Veränderungen mal anzugehen. Ja, sich vielleicht hier nochmal Rücksprache halten. Ja, nicht nur mit dem Michael, sondern generell mal mit seiner unsichtbaren Gemeinde sozusagen. Und dann achtet man auf das Gefühl, ja, was man hat. Es ist manches eben nicht immer einfach, die Entscheidung zu treffen, völlig klar. Ne? Geht ja mir nie anders. Ja? Und das ist aber manchmal sind eben diese Entscheidungen einfach notwendig. Notwendig, um vorwärts zu kommen und eben, ja, vielleicht so was Bedrückendes dann mal abzulegen damit. So, die nächste Karte ist Probleme aus früheren Leben. Jo, das ist auch immer ein Punkt, ja, der ja heutzutage immer belächelt wird, nicht? Das sogenannte Karma. So. Das auch immer, ich finde es heute nicht. Hier, Probleme aus früheren Leben. Die Situation ist,
ist auf ein früheres Leben zurückzuführen. Bitte deine Engel, dir zu helfen, dich an deine vergangenen Erfahrungen zu erinnern, aus ihnen zu lernen und sie als sie geheilt loszulassen. Du hast diese Karte gezogen, weil Erfahrungen und Emotionen aus einem deiner früheren Leben sich auf die Situation auswirken, der deine Frage gilt. Du hast aus jener Inkarnation viel Weisheit gewonnen. Erlaube diese Weisheit, dich in deiner gegenwärtigen Situation zu führen, indem du deinen Bauchgefühlen und Ahnung vertraust, ja, was ich gerade gesagt habe. Die intuitiven Impulse resultieren aus dem Wissen, das du in einem früheren Leben erlangt hast. Vertraue darauf. Personen aus deiner vergangenen Inkarnation werden sich dir in diesem Leben zu erkennen geben. Dazu gehört ein Seelengefährte, Seelengefährtin und Mitglied und Familienmitglieder, die alle karmisch mit dir verbunden sind. Es kann sein, dass diese Beziehungen in der Vergangenheit schmerzhaft waren, doch jetzt hast du die Gelegenheit, dieses Karma auszugleichen und den Kreislauf der Reinkarnation zu beenden. Den Kreislauf, das ist ja Quatsch, der Reinkarnation, den beenden wir ja nicht. Hm. Solltest du dich wünschen. Ja. Also, ja, mit der Inkarnation, wir inkarnieren ja immer wieder, ja, das machen wir ja sehr lange, bis wir dann irgendwann eben als Seele ja so groß geworden oder so weit sind, ja, dass wir vielleicht sagen, nee, wir agieren rein dann nur noch auf der energetischen Ebene. Ja. Das ist also durchaus möglich, aber das ist ja wie unser Schöpfer. Der, ich glaube nie, dass er nochmal inkarniert. Man weiß es nie. Ja. Wie gesagt, er hat ja auch dann immer andere gehende Aufgaben. Ja, falls das mit Mutter Erde hier eben da mal ist, endet, ja, weil Mutter Erde als große Wesenheit ja auch mal wieder auszieht und vielleicht einen anderen Planeten dann wieder gründet, ja, und sich erholen muss als Seele. Ja, so ist das ja aber. Also man wird ja immer wieder geboren. Ja. Das Schlimme ist ja aber in diesem atheistischen Gesellschaft, ja, dass es ja Gott schon mal gar nicht gibt, ja, und sowas wie Wiedergeburt ja auch nie sein kann, nicht? Und deswegen klingt das wahrscheinlich für ein paar Zuschauer von mir wieder, die dann sagen, jetzt hat er halt völlig einen Vogel, aber das ist meine Überzeugung, das sind die Dinge, die ich auch erfahren habe, ja. Und das Probleme aus früheren Leben muss ja nicht immer ein Problem sein. Das kann nur sein, dass man eben das Wissen hatte, die dieser Gesellschaft dann immer gegen Wände rennt, ja, weil sie Leute nicht hören wollen, ja, oder das nicht interessiert, ja, oder man auch einfach niemanden findet, mit dem man wirklich mal drüber reden kann, mit dem man mal über den Teller angucken kann, ja. Über den Tellerrand gucken kann, ja, und immer Dinge bespricht, wo andere sagen, ja, die spinnen, ja, einfach eben das Spinnen immer zulassen kann, ja, einfach mal frei von der Leber weg mal zu erzählen, wo ihn vielleicht auch der Schuh drückt. Ja, das kann natürlich aus dem früheren Leben stammen. Ja. Vielleicht ist es auch hier mit dem Wissen, wo man denkt, wir haben irgendwas im Kopf und kriegst nicht raus. Ja. Und vielleicht findest du das eben doch dann in dem Buch wieder, wo du sagst, jetzt zündet es. Ja. Und natürlich kann man sowieso immer hier um Hilfe bitten, das ist völlig klar. Ja. Wie gesagt, man wird nie genau immer eine Anleitung bekommen. Ja. Also wer dann genau erwartet, dann so ein Skript, ja, das und das muss ich dann machen und dann dies und dann und das jenes, das wird also nicht passieren. Aber man wird immer Hinweise bekommen, ja, was man machen müsste. Manchmal war es ein bisschen länger, bis man die wieder verstanden hat, aber das funktioniert schlussendlich doch. Ja. Und wenn es zum Schluss ein Büchel ist, wo man mal drinnen blättert oder liest und dann plötzlich feststellt, ah, jetzt, ja, die Lösung des Problems wird immer plötzlich sichtbar. Ja, wie ich das machen kann. Ja, und Karma ist immer, was viele ablehnen, aber es kommt immer, ja, man kann auch Resonanzgesetz dazu sagen, nicht? Das, was ich aussende, ja, das kommt wieder auf mich zurück. Ja, also, wie heißt es so schön, wenn ich Weizen ernte, sehe, kann ich kein Mais ernten, nicht? Das ist ganz einfach so. Und wenn ich in Wald Hass hineinrufe, kann als Echo in die Liebe zurückkommen. Ja? Und das ist immer, was viele eben immer außer Acht lassen. Ja? Und das holt uns immer ein. Es gibt Dinge, die Fehler, die wir in diesem Leben zum Beispiel wieder machen, gibt es welche, die nehmen wir dann ins nächste Leben wieder mit, weil wir sie dort dann ausbügeln müssen. Ja? Weil das jetzt auch für die Lebensaufgabe so nicht vorgesehen ist, diesen Fehler zu beseitigen. Dafür sind wir in diesem Leben wieder angehalten, andere Fehler zu beseitigen aus früheren Leben. Ja, dass wir von innen heraus das finden. Es ist immer ein ständiges Arbeiten. Ja. Und bei manchen Sachen, die wir hier machen, kriegt man Kleidekeule drauf. Habe ich es in meinem Leben nur öfters auch erlebt. Ja. Dass wenn ich so was Schlechtes getan habe, sei es nur bewusst oder unbewusst, dass immer gleich auf mich zurückkam, aber dann im doppelt und dreifach, dass ich mir das ein Jahr merke und nie wieder mache. Ja? Das ist also, ja,
Kann aber, wie gesagt, mit den Dingen aus anderen Leben, ja, wo das sein. Also wenn man merkt, dass sein Leben immer schlechter wird, dann muss man mal gucken, weil dann läuft man definitiv in die falsche Richtung. Ja. Da muss man eben hier was ändern, was beenden. Ja. Und vielleicht findet man dazu auch hier dann die Inspiration auch in Büchern, ja. Je nachdem, was für Buch in ja nun in die Hände fällt. Ja. Also es ist immer ein ständiges Arbeiten. Ja, seine Probleme zu lösen. Sonst wäre es ja auch langweilig in der Inkarnation. Wenn man uns von früh bis abends alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und Säusel, bum, 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 wird das ja auf die Dauer auch langweilig, nicht? Und was macht man, wenn man Langeweile hat? Stellt man wieder dumme Sachen an. Es ist einfach. Ja, der ewige Kreis. Man braucht also immer was zu tun. So, kommen wir zur nächsten Karte. Kläre deine Energie. Ist das? Passt heute wieder alles völlig mal zusammen, nicht? So. Na, Mensch, ist alles noch zu neu. Ja, kläre deine Energie. Bitte die Engel, alle toxischen Energien zu beseitigen, die du vielleicht absorbiert hast. Das ist aber sowas. Diese Karte kommt zu dir, weil die Engel sehen, dass du niedere Energien mit dir herumträgst. Aufgrund deiner hohen Sensitivität und eines ausgeprägten Mitgefühls kann es sein, dass du diese Negativität von den Ängsten anderer Menschen übernommen hast. Siehe auch die Schütze-Dich-Karte, um zu erfahren, wie du dich vor dieser Tendenz schützen kannst. Möglich ist auch, dass diese toxischen Energien ein Resultat deiner eigenen vergangenen Ängste sind. Unabhängig von ihrer materiellen Quelle wollen die Engel dir helfen, dein Energiefeld zu klären. Es ist eine gute Idee, immer dann um himmlische Klärung zu bitten, wenn du die schwierigen Situationen ausgesetzt siehst, in denen Streit herrscht, ausgeprägte Rivalität, Gewalt oder Drogenmissbrauch. Als hochempfindsame Lichtarbeiter absorbierst du manchmal unbewusst und in dem wohlgemeinten Wunsch helfen zu wollen, die schmerzhafte Energie anderer. Doch solltest du die Engel bitten, von jetzt an diesen Schmerz zu übernehmen. Da sie in der Lage sind, mit seinen radioaktiven Giften umzugehen, ohne dich selbst zu schaden. Bist du bereit? Dann folge den unbeschriebenen Handlungsschritten. Ja, ist ja das, was ich ja im Prinzip... So, die Handlungsschritte. Erstmal weg. Meine Meinung interpretiere ich immer dazu, ja. Das, was ich dann ein. Deswegen lese ich es immer vor für alle Neuen. Ja, ich lese es immer vor und während des Lesens kriege ich schon mal die Gedanken in den Kopf, was ich dann sagen wollte. Deswegen komme ich schon beim Lesen manchmal ins Stottern, nicht? Ja. So, jetzt ist aber wieder der Faden weg. Also, Energieklären, was ich schon gesagt habe, Resonanzgesetz, ja. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn mein Leben immer schlechter wird, ja, dann mache ich was falsch. Dann muss ich eben mal gucken, hier muss ich eben mal Dinge beenden, die jetzt, die mich stören oder die mich aufhalten oder die mich einfach nerven, ja. Weil wenn ich ständig was Negatives habe, wenn ich ständig einen habe, der nur noch meckert um mich herum und dieses Mist und das ist Mist und alles nur noch Obermist, ja. Da muss ich mir überlegen, ob ich mich von demjenigen trenne, auch wenn das mal schwerfällt. Aber wenn ich merke, es tut mir nicht gut, ja, dann muss ich wirklich immer gehen. Ja. Da muss ich aber aufpassen, dass ich dann ins genaue Gegenteil komme. Jeden, die immer alles so positiv und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist doch schön und die Welt ist bunt und nicht. Und so, vor denen sollte man sich auch hüten, weil das nervt dann mit der Zeit auch, wenn man nur noch positiv hat und jedes Mal, wenn man wirklich vielleicht mal schimpfen will, weil man das innere Bedürfnis hat, auch mal zu meckern, ja. Und dann kommt wieder einer, oh, das ist alles nicht so schlimm und das macht schon und das wird schon. Ja, das kann ich auch nicht leiden. Ja. Niemand, nicht ist mal Mut zuzusprechen, um Gottes Willen, ja. Aber das sind so die zwei Extreme. Man muss sich wirklich immer in der Mitte bewegen und man geht es mal da und mal dort aufpassen, dass man nicht zu der einen Seite nach rechts zu viel, nach links, ja. Und dass man eben immer versucht, diesen Weg gerade zu gehen, was natürlich nie immer klappt, ja. Das ist ja auch nicht so vorgesehen, aber man muss ja seine Erfahrung machen. Ja, und das ist eben damit gemeint, dass man gerade das Negative zieht ihn immer runter. Ja, das sind immer Menschen, die immer sagen, ah, ist ja alles Kacke, alles Mist, alles nicht und alles bleh. Ja, und das tut ihn ja selber immer schlauchen. Ja, oder beziehungsweise, wenn mir eben immer alles schief geht im Leben, dann muss ich wirklich mal gucken und die Richtung wechseln. Ja, da brauchst du natürlich hier ein bisschen Mut wieder. Ja. Ein bisschen Mut brauchst du dazu, aber man hat ja immer gesagt, wie gesagt, auch die Hilfe. Und es gibt immer Momente, wo man den Weg ändern kann, ja, die Richtung ändern kann und merkt plötzlich,
Ui, funktioniert der doch einfacher, wie ich dachte, ja, weil eben der Zeitpunkt jetzt günstig ist, ja, und ich den Schritt jetzt gegangen bin, ja, und dafür jetzt die Zeit reif ist, ja, genau das zu tun und eben vielleicht auch mit der kleinen Hilfe von oben, ja, die ja uns immer helfen, wenn wir das auch wollen. Aber wie gesagt, die machen nicht die Arbeit für uns. Den Schritt musst du gehen. Immer den ersten Schritt musst du prinzipiell immer alleine machen, ja. Aber ich will ja sehen, vielleicht musst du auch mal, wenn du das immer enttäuscht hast, über 2, 3 Schritte gehen. Ne? Aber dann kommt die Hilfe und wenn die dann merken, aha, jetzt will er ja doch und er will das machen, dann funktioniert vieles von alleine. Ich habe das auch oft in meinem Leben gehabt, ja, wo man dann plötzlich, wenn man sich dann doch entschieden hat und losgegangen ist endlich, ja, das wirklich mal das oder zu machen, ja, dass das dann viel besser funktionierte, die Dinge zu ändern und zu tun und man den Mut auch hatte, das zu machen. Also es ist wirklich so. Ja. Und dieses Klären des Energiefeldes ist ganz was Wesentliches. Ja. Immer, immer. Müssen immer an uns arbeiten. So, die letzte Karte für diese Woche ist das Basischakra. So, gucken wir nochmal ins kluge Büchel. Nee, noch eins weiter. Ja. Achte auf positive Gedanken, um dein Zuhause, deinen Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn deine Worte entscheiden über das Ergebnis. Na sowas, da kommen wir ja schon wieder dahin. Ne? Diese Karte zeigt, dass du auf materielle Bedürfnisse fokussiert bist, indem du dir zum Beispiel mehr Geld wünschst. Dabei ist unbedingt erforderlich, dass du nur positive Worte und Sätze benutzt, um deine gegenwärtige Situation zu beschreiben. Affirmiere deine Wünsche so, als wären sie bereits Realität und hüte dich vor ängstlichen Gedanken oder jeglichen Gesprächen, die dich in eine Opferrolle drängen. Das Basischakra, auch Wurzelchakra genannt, befindet sich am unteren Ende deiner Wirbelsäule und ist das Energiezentrum, das deine Gefühle bezüglich deiner materiellen Bedürfnisse regiert. Um das Fließen göttlicher Manifestation zu ermöglichen, stell dir vor, wie du heilendes Licht einatmest und in dieses Chakra an der Basis deiner Wirbelsäule sendest. Siehe und fühle einen riesigen Ball rubinroten Lichtes, der in deinem Inneren leuchtet. Da jede Sorge und jede Angst ein Gebet darstellt, das die entsprechende Energie in deinem Leben bringt, achte darauf und ersetze die durch positive Affirmation. Bitte die Engel, deinen Glauben und dein Vertrauen zu stärken. Denn beide sind magische Aspekte der bewussten Manifestation. Ja, also dein Basischakra, ja, befindet sich ja... Ja, also kommst du am besten, du sitzt im Schneidersitz mal schön auf dem Boden. Noch ist es warm irgendwo. Ja, such dir einen ruhigen Platz, mal draußen ruhig in der Natur. Wenn du noch ein Plätzchen hast, noch ist es ja grün und warm tagsüber. Ja, setz dich mal im Schneidersitz oder einfach so auf dem Boden unten und dann gehst du mal in dich, nicht? Tja, das mit dem Affirmieren und dem Wünschen ist immer so eine Sache. Ich wiederhole es nochmal. Es kann nur das sich erfüllen. Ja, was in deinem Lebensweg vorgesehen ist. Es wird immer kleinere Dinge geben, ja, die sich erfüllen, damit du ein bisschen Freude hast im Leben, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wer ständig um Geld bittet, obwohl er eigentlich genug Dinge hat, ja, oder den materiellen Quatsch, dann wirst du auch keins mehr kriegen. Ja. Wenn du aber darum bittest, dass immer genug Geld da ist, dass du mit deine Rechnung bezahlen kannst und das alles, ja, dass es immer reicht bis zum Monatsende, ist das schon wieder eine andere Affirmation, ja, und ein ganz anderer Wunsch. Na, weil wir hier gerade bei Geld sind. Ja. Vielleicht solltest du auch mal drüber nachdenken, ob du eben gerade das Materielle, ob du das alles brauchst, was du hast. Ja. Oder ob man das, was du dir vielleicht zulegen willst, wirklich bloß zulegst, weil es andere haben und weil es gerade in Mode ist, sowas zu besitzen. Ja. Oder ob du das wirklich haben möchtest, weil es von innen herauskommt. Ja. Das sind ja immer solche Sachen. Ja, ob du das alles... Ja. Wirklich benötigst. Ja. Das hat ja auch was hier mit Energieklärung zu tun. Wenn ich mich immer nur auf das Raffen, sage ich mal, ja, oder Anschaffen von leblosen Dingen konzentriere und, ja, dann komme ich aber auch in ein Energiefeld, was mich in eine Spirale treibt, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ja. Wo ich dann wieder irgendwo ende und sage, oh, bumm, ja. Und dann stehe ich natürlich wieder vor der Entscheidung. Die habe ich natürlich immer. Ja. Aber es hat in Bezug auch damit was zu tun. Ja. Also ich würde es nicht sagen, bitte immer, wer kein Geld hat oder jetzt hier was bezahlen muss, kann man das selbstverständlich tun. Keine Frage. Und es wird sich wahrscheinlich eine Lösung dafür ergeben. Ja. Ja.
Sei es nur in Form, dass Geld kommt, oder sei es in Form, dass man das auf einem anderen Weg lösen muss. Ja? Kann man natürlich bitten, aber wie gesagt, wenn ich mit meinen monatlichen Einkünften hinkomme und es muss nicht hungern und ich kann mal fortgehen und ich kann mal dies, muss ich ja nicht noch mehr Geld haben. Ja? Weil Geld macht ja eh nicht glücklich, es beruhigt, ja? Aber macht in keinem Fall glücklich. Ja, und die ganzen materiellen Dinge, wie gesagt, ich habe festgestellt, weniger ist mehr. Ja, ich habe Dinge, da will ich nicht drauf verzichten, das ist nur der Computer für mich. Ja, so Sachen, aber das sind andere, die ich abgeschafft habe. Ja, mit den ganzen Modekrempel, ja, ich ziehe an, was mir gefällt, Punkt. Ja, kauf mir eine Hose, wenn sie kaputt ist und die Weise nicht mehr modisch ist oder irgend sowas. Ja, also das mache ich nur Uni. Ja, also das ist, ja, und das sind so Dinge, wo du sagst, oh, was ich alles nicht brauche. Ja. Was man alles nicht braucht. Und man stellt dann fest, dass wenn man Dinge löst, dass es doch sich viel leichter leben lässt, als was man angeblich immer alles bräuchte. Ja, sollte man vielleicht, wenn man sich eben hier drüber Gedanken macht, über das materielle Dinge brauchen wir, materielle Dinge bereichern auch das Leben, ist völlig klar, aber sie sind ja alles im Leben. Ja? Und auf Dauer befriedigen sie auch nicht, ganz einfach. Das ist immer, das ist das, wo man auch mal hier klar gehen muss. Ja, meine Lieben, ich denke, sollten wir das für die Woche bewenden lassen. Es ist also eine Innenschau auf jeden Fall wieder, wie eigentlich immer, aber diesmal ein bisschen intensiver. Wir haben diesmal Probleme, die wir vielleicht nur endlich mal angehen müssen, ja. Ob wir wollen oder nie. Ja. Und da können wir um Hilfe bitten, weil wenn wir sie noch länger vorausschieben, ja, ist ja manchmal wird der Haufen ja immer größer, ja, das Problem immer größer, als wenn man es jetzt mal löst und jetzt mal durchgeht und mal den Mut hat. Ja. Manchmal ist es nie immer einfach, wie gesagt, weiß ich selber aus meinem eigenen Leben, dass es nie immer einfach ist, aber das sorgt ja auch niemand. Ja. Nichts ist einfach im Leben. Ja. Manches ist, weil man es sich verdient hat und anderes ist, weil man es sich wieder erarbeiten muss. Ja. Was man sich auch schwierig erarbeitet hat, das, daran erfreut man sich schon länger und das hält auch länger. Ja. Oder die Erfahrung, die man selber gesammelt hat, die Erkenntnis, die man selber gewonnen hat, ja, die bleibt ja noch viel länger haften in sich. Ja. Und das ist hier eben gerade alte Bücher. Ja. Achtet mal darauf. Ja. Wir achten auch zu wenig auf unsere Umwelt. Wenn ich hier immer gerade auch die Leute draußen sehe, da haben sie ihr ja, Telefon in der Hand, dann haben sie die Stöpsel in der Ohren, ja, und dann möglichst, wenn die Sonne noch eine Sonnenbrille öff, damit man dann gar nichts, dann kriegen die von der Welt rundherum einfach nichts mehr mit. Die fühlen nicht mehr, das können die gar nicht, weil die sich ständig selber immer abschneiden von den Dingen. Ja, sich das bewusst mal, ja. Bewusst mal durch die Gegend laufen, das Handy mal zu Hause lassen, ja, das, oder ausmachen einfach, klatsch, glaubt mir, die Welt, die Erde dreht sich weiter, auch wenn das Telefon aus ist, ja, dein Leben geht weiter und verläuft vielleicht auch in anderen Bahnen, als wenn man ständig auf das Ding klotzt, oh, hast du schon wieder eine Nachricht, oh Gott, was hat der bei Facebook, oh Gott, oh, da muss ich gleich wieder, und. Schön ist man wieder von allen anderen Dingen abgelegt. Es gibt den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft und genau das solltet ihr tun, auch hier eben in Bezug damit. Und da könnt ihr hier mit den Wesenheiten noch viel besser in Kontakt treten, das ist wirklich so. So, mein Lieben, jetzt reicht aber wirklich wieder. Wieder genug geschwatzt für heute. Ja, das ist die Premiere vom Engel-Orakel bei Heinz von Blöden. Gucken wir mal, wie es ankommt. Ja, ich freue mich noch gerne über Kommentare, Däumchen. Ja, nach oben, ja, wäre man natürlich ganz lieb. Und vielleicht den ein oder anderen neuen Abonnenten. Da wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.